Was für einen Preis bekommt denn der Sieger? Er muss beim nächsten Kampf unterliegen. Nur so kann er in einer besseren Gestalt wiedergeboren werden. Es gehört zur Philosophie dieses Volkes, dass es an Seelenwanderung glaubt und den Tod nicht fürchtet. Gib's ihm, mach ihn fertig! Madame Kim Soo, ihr gehört die Kampfhalle hier und es ist Tradition, dass sie beim wichtigsten Kampf das Zeichen zum Anfang gibt. Hey! Herr Wellinger! Ich hab jetzt genug, Mami. Ich kann nicht mehr. Das hier ist also der Fluss Menam, von dem ich Ihnen so viel erzählt habe. Sehen Sie mal da drüben am Ufer. Was machen denn diese Menschen da? Sie bewirten einen Bettler. In diesem Land muss jeder eine Zeit lang von Almosen leben. Das ist nun mal so Brauch. Auch der König muss das tun, genauso wie der Mensch, den Sie da sehen. Mr. Roberts, ist das da drüben der Dschungel? Ja, aber da leben kaum Menschen. Hier lebt man eben auf dem Wasser. Hier wird man geboren und stirbt auch wieder. Bangkok ist das Venedig des fernen Ostens und diese Straße hier ist etwa das, was bei uns die Wall Street ist. Ein interessanter Vergleich. Aber Sie können sich nicht vorstellen, was für ungeheure Geschäfte hier abgeschlossen werden. Sehen Sie mal die jungen Frauen da drüben. Hallo! Bye, bye. Ganz zauberhaft, diese einfachen Menschen. Ja, aber wenn man mit ihnen Geschäfte macht, dann wird es schon schwieriger. Das da drüben hinter Ihnen ist der alte Markt, der interessanteste Teil. Hier müssen Sie mal herkommen, wenn Markttag ist. Was meinen Sie, was ich da abspiele? Sehen Sie mal da drüben die Kinder im Wasser. Ja, die fühlen sich noch wie Adam und Eva im Paradies. Wie die Zeit vergeht, wir sind schon da. Na, dann holen wir mal. Na. Gib mir die Hand. Ja. Bitte schön, Miss. Gar nicht teuer. Soll ich ihn für Sie fliegen lassen? Das ist auch wieder so ein alter Brauch hier. Wenn man einen Wunsch ausspricht, während der Vogel wegfliegt, geht der Wunsch in Erfüllung. Ach, das ist ja reizend. Sie sollten es mal versuchen, es wird sich vielleicht lohnen. Denken Sie doch einfach an mich dabei. Naja, Scherz muss sein. Dann gute Reise. Ich hab ihn drauf.
ist er. So. Wo ist denn Phyllis? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Phyllis, wo ist denn meine Tochter? Phyllis. Mein Gott, hoffentlich ist ja nichts passiert. Sie war doch eben noch hier, Phyllis. Ach, bitte helfen Sie mir doch. Kommen Sie, suchen Sie, sie ist doch meine Tochter. Los ab. Mach schneller, wir haben's eilig. Mach schon. Jan? Das hier ist das Mädchen. Kümmere dich um sie, Peter. Ich vertraue sie dir und Chiang Tung Kam an. Das ist dein wichtigster Auftrag. Nun, beweise mal, was du kannst. Und vor allen Dingen unserem Chef. Ich danke dem Chef. Bestellt ihn, er wird mit mir zufrieden sein. Ja, wir wollen es hoffen. Die häufigste Art ist natürlich nach wie vor das Gift. Die Kunst des Giftmischens geht hier im Orient natürlich auf eine sehr lange Tradition zurück. Wissen Sie, als Kommandeur der hiesigen Polizei ist das Giftmischen für mich nicht so interessant, sondern vielmehr die verbrecherische Absicht, die damit verbunden ist. Womit beschäftigen Sie sich, Mr. Landreau? Ich bin Kriminologe, aber eigentlich leiste ich dem Institut Français de Criminologie nun, wie soll ich sagen, sehr bescheidene Beiträge. Ein Menschenleben ist zu kurz, um den Orient zu ergründen. Aber es ist eine Arbeit, die mich als Franco-Asiaten fasziniert. Nicht nur die Völker des Orients, sondern insbesondere ihre Verbrechen. Captain Roland, Sie werden dringend am Telefon verlangt. Captain Roland, bitte. Ja, das bin ich. Was gibt's denn? Eine Mrs. Layton wünscht Sie in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen, Sir. Ach, herrje, sagen Sie ihr, ich habe keine Zeit. Ja, sie sagt aber, es sei außerordentlich wichtig. Was soll da schon wichtig sein? Ja, gut, ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte, meine Herren. Es handelt sich um eine Landsmännin von mir. Ich habe sie heute früh in der Hotelhalle kennengelernt. Sie hat etwa so viele Millionen auf der Bank wie Haare auf den Zähnen. Vielleicht hat sie nur ihre Zigaretten verlegt. Ich bin gleich wieder da. Na endlich, Captain Roland. Es ist etwas Schreckliches passiert. Meine Tochter Phyllis ist plötzlich verschwunden. Wir waren auf dem Markt in der Altstadt und plötzlich war sie wie vom Erdboden verschluckt. Ich bitte Sie, Captain Roland, tun Sie was. Tja, tut mir leid, Mrs. Layton, aber ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwas zu unternehmen. Sie müssen sich an die hiesige Polizei wenden. Vielleicht nimmt sie nur irgendwo einen Drink. Wenn es Sie beruhigt, kann ich Sie ja mit dem Polizeichef bekannt machen. Nein, vielen Dank. Ich will nicht, dass die Polizei etwas erfährt. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Vielleicht ist sie entführt worden und wenn die Leute davon Wind bekommen, kann sie doch umgebracht werden. Was ich brauche, ist ein fähiger Privatdetektiv. Über den Preis brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Was ist denn mit Ihrem Freund Joe Walker oder wie er heißt, von dem ich heute Morgen gelesen habe? Das soll doch so ein Wundertäter sein. Ach, Kommissar X, das ist der unfähigste Kerl, den ich... Hallo? Ja, was ist denn? Ich habe hier mal ein Ferngespräch für Mr. Joe Walker. Hier ist ein Ferngespräch für dich. Hallo? Ja, bitte verbinden Sie. Hallo, Banco. Ich bin aber auch hier. 217 Meldungen. Ein Ferngespräch für Sie in Zelle 16. Ja, bitte rufen Sie nochmal. Das ist für Alexander, bitte. Dr. Braun ist nicht da. Einen Moment. Darf ich etwas ausrichten, der gnädige Frau? Hallo, Mr. Walker. Hier ist Mrs. Layton. Ich habe mit Captain Roland gesprochen. Wir erwarten Sie in Bangkok. Ja, gut. Es ist etwas Furchtbares passiert. Kommen Sie sofort ins Siam Intercontinental. Ich werde mein Möglichstes tun. Sie verstehen es aber auch, jemanden zu überreden. Schön, ich komme. Willst du mir vielleicht weismachen, dass du weg musst? Mhm. Gerade jetzt, wo wir mal Zeit für uns haben. Ja. Es passiert genau das, was ich vorausgesagt habe. Captain Rowland wird ihn abholen. Mach alles wie immer. Ja, natürlich. Aber nimm dich vor diesem Joe Walker in Nacht. Ja. Hör mal, mein Täubchen, Massage ist eine Kunst. Das muss unter die Haut gehen. Die Nerven müssen vibrieren. Ja. Oh, my darling Clementine, plötzlich ist er wieder klein. Sie haben mich rufen lassen, Mister. Donny. Was kann ich denn Schönes für Sie tun? Och, da wird uns schon irgendwas einfallen, aber wie kommen Sie denn hier überhaupt rein? Aber Sie haben doch gerade gerufen, Clementine. Aha. Clementine heißt kleine Blume im Wind. Das Aha. bin ich. Heiße Pflanze.
Kommen Sie doch unter die Dusche. Ich könnte waschen und massieren, wie es in diesem Land übrig ist. Dem Waschen bin ich zwar schon, aber mit dem Massieren, das könnte man sich überlegen. Einmal spezial. Also schön. Ich gehe nur nach nebenan und hole, was ich dazu brauche. Ich bin gleich wieder da. Ja, Amen. Oh, das Kleidchen. Niedlich, sehr niedlich. Ich dachte schon, mir qualmen die Hosen, aber das muss die Seife sein. Also Seifen gibt's heute. Tut's auch zu.